Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Pico einen MR-A55 der DBP, also DBP aus, Deutsche Bahnpost. Also ist es ein deutscher Bahnpostwagen. So. Dann schauen wir doch mal. Perfekt. Verschicken einfach diese kleinen Haribo-Sachen da noch drin. Das ist hier einfach drin gesteckt. Warum? Naja. So als kleine Anmerkung sehr wahrscheinlich. Okay. So. Also, dieser Bahnpostwagen wurde bis 1993 noch in Zügen. Also ist noch drin gesteckt bis 1993. Dieser Wagen ist meistens als Ersatzwagen hinter der Lok gewesen und kommt aus der Epoche 4. Beige Ozeanblau. Schauen wir doch gleich mal rein. Okay. Da sind die ganzen normalen Pico Zusatzsachen da. Zurüstteile, Nachrüstteile. Die man noch dran machen kann. So. Da fällt schon gleich die Zurüstteilkiste, die Zurüstteilbeutel raus. Meistens ist es so, dass die Sachen eh nur für Standmodelle geeignet sind, die dann das Spiel der Kupplung beeinträchtigen oder so. Da muss man halt schauen, ob man die drauf machen kann oder möchte. Oder whatever. Dieses Schild werden wir dann im Fahrvideo noch mehr thematisieren, glaube ich. Da steht was ganz Kleingeschriebenes. Das kann ich jetzt da gerade nicht zeigen. Das werden wir dann einfach im Fahrvideo nachholen, gell? Das ist der Wagen. Es kommen noch drei Pakete, die ich aber heute nicht machen werde. Die werden dann die nächsten Tage, Wochen eingestellt. Könnt ihr schon mal drauf freuen. Fahrvideo zu diesem Wagen kommen auch in ein paar Wochen. Ja, das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um den Bahnpostwagen mal fahren zu sehen. Und ganz andere verschiedene Sachen, die mit unserer schönen Anlage zu tun haben. Dann noch viel Spaß. Schöne Sommerferien. Bei uns beginnen die ja bald. Bei manchen sind die vielleicht schon zu Ende oder sind gerade mittendrin. Einfach schöne Sommer, einen schönen Sommer
und dann ciao.